Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Obwohl es Tropical Freeze ist, befinden wir uns hier immer noch in der Wärme und zwar in einer ziemlich warmen Region, aktuell der Wüste. Und ja, 3-6 Kanonen, Kasatschok. Der Level entspricht einfach den Erwartungen, die dieser Levelname weckt. Es wird mit Kanonen geballert, was das Zeug hält, alles explodiert, man selber fliegt nur in Kanonen. Mir fehlen zwei Buchstaben, über die man sich hinwegschießen kann mit Kanonen. Mir fehlen, glaube ich, auch noch zwei Puzzleteile. Und das werden wir jetzt nochmal angehen. Genau, 3 von 5. Oje, oje, oje. Meine Erinnerung ist schon wieder trüb und blass wie immer. Mal schauen, wo wir diese Puzzleteile und so finden. Also eigentlich hauptsächlich Puzzleteile, weil die Buchstaben weiß ich, wo die sind. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich, genau wie beim letzten Mal, muss ich natürlich K und O auch nochmal mitnehmen. Okay. Oh, ist mein Didi weg. Ich dachte schon, ich wäre ganz tot, aber Didi weg ist natürlich auch nicht erfreulich. Na, herrlich, genau drüber geschossen. Wieder einmal der Rundflug durch die ganze Welt hier. Na, nichts dran? Wirklich nicht? Ich kann es kaum glauben. So, hier haben wir schon mal ein Puzzleteil. Von zweien waren es, glaube ich, ne? So, da sind wir auch schon drin gewesen. Hier ist das O. Ist tatsächlich noch die Frage, wo war das letzte Puzzleteil? Habe ich das letzte Mal schon gesehen, oder... der Papagei da auch angeschlagen? Wie geil ist eigentlich der Vogel, der hier vorne seelenruhig zuguckt, was ich so mache? Nein, und schon wieder zu langsam. Ich muss mich da quasi sofort... herschießen. So, hier wird er nervös. Ach, da ist noch ein Fass. Okay, Puzzle hätten wir erledigt. Ja. Dann muss ich das jetzt so lange wiederholen, bis ich es mal schaffe, die letzten beiden Buchstaben dazu bekommen. Mit etwas Glück geht es schnell, mit etwas weniger Glück, tja, dauert es beliebig lange, würde ich sagen. Das haben wir ja schon in anderen Leveln hier in Donkey Kong festgestellt. Jo, jo, jo. Oh. So, hier kann man ja eigentlich auch den Fliegemax drüber machen. Und einmal wieder die Rundreise, den Rundflug. Meine Damen und Herren, auf der linken Seite sehen Sie unsere Bombenfässer. Und auf der rechten Seite einen komischen Affen, der sich da durchsprengt. So, ich erinnere mich noch vage an dieser ersten Stelle, muss ich auf jeden Fall Gas geben mit dem Abschießen. Das muss eigentlich instant erfolgen.
War das hier schon? Yo. So, da hinten kann ich mir mehr Zeit lassen, aber ich habe nur einen Versuch. Das ist das Ätzende. Jawohl! Schnell Level beenden. Das ging ja wirklich einigermaßen erfreulich schnell. Da habe ich ja nochmal ein bisschen Glück gehabt, hätte ich fast gesagt. Nein, da habe ich natürlich wieder Skill bewiesen. Überhaupt kein Thema für mich. War schon mehrfach beweist, dass ich bewiesen, dass ich der Oberpro in diesem Spiel bin. Nein, wir fangen mit 3A an. So viel Zeit muss sein. Das war 3B. 3A, swing dich durch. Hello. Finde ich immer so geil, wie er einfach Hello sagt am Anfang des Levels. Unser kleiner Squawk. Brauche ich dich irgendwo für? Ach Mensch. So, das ist mit Sicherheit die Einführung, was es hier gibt. Ach so, man zieht hier dran, dann passiert irgendwas. Und es setzt sich auch irgendwann wieder zurück. Was ist denn für eine komische Mechanik? Sobald ich hier drauf gehe, geht das rauf. Aber gut, man muss auch hier nicht alles hinterfragen. Ich hätte schwören können, diese Banane soll mir sagen, dass da unten ein Fass im Abgrund ist. Aber offensichtlich war es nicht so. Warum hat er sich denn hier nicht festgehalten? Ich habe doch R gedrückt. Dann frage ich mich ja schon ein bisschen, was das hier soll. Vor allem, es kommt auch nicht wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin einfach so eine Bratzbirne. Ist doch bestimmt irgendwie so ein Sammeln hier alle Bananen und dann kommt ein Puzzleteil. Bananenstaude. Ja, der Satz ging ein bisschen in die Hose. Obwohl Squawky sich da nicht meldet. Also eigentlich auch wiederum nicht. Dann frage ich mich nur, was soll diese eine einsame Banane, die da so rumfliegt? Ach, komm schon. So, hier geht's auf jeden Fall runter. Das ist jetzt nicht deren Ernst hier, oder? Boah, ey, das wird ja auch noch richtig stressig hier mit diesen Bonushöhlen. Ach so.
Ja, ist klar. Naja, Buchstabe gesichert. Oh. Da unten ist doch auf jeden Fall was. Ein Puzzleteil ist da auf jeden Fall. Und ein Checkpoint. Oh ja, sowas ist natürlich ohne Partner super scheiße. Wenn man da einmal was vergessen hat und sich nochmal ein bisschen nach links bewegt, um das wiederzuholen, hat man eigentlich kaum noch Chance, wieder auf die Plattform drauf zu kommen. Also es sind schon irgendwie seltsame Konstruktionen hier. Ach Mann, ich weiß gar nicht, warum ich immer den Drang habe, diese Bananen zu holen. Das ist viel zu risikoreich. Auch hier, völlig egal. Klar, man kann mitnehmen, was geht, aber man muss nicht auf Zwang alle diese Bananen einsammeln. Doch, man muss es zwanghaft machen. Ganz offensichtlich. Ja, ernsthaft? Nein! Die Frage ist wirklich, nutze ich die Viecher, um besser an die Bananen zu kommen, oder lösche ich sie einfach und hau sie um? Weil das Abspringen von denen ist halt schon höher und schneller als meine normalen Sprünge. Weil dafür rennen sie halt auch im Zweifel die ganze Zeit brennend da unten rum, was jetzt auch nicht so angenehm ist. So, no risk. Ach, jetzt hältst du an, oder was? Ach so, ich muss erst hier dran. Jawohl. Oh, und alles nur für so einen Kack-Luftballon, also für ein Kack-Extra-Leben. Ich dachte, die wären ein Puzzleteil. Okay, hier will Squawky auf jeden Fall was. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es hier ist. Oh. Genau. Wow, das war nicht knapp gewesen, das musste so. Ne. Was ist hier jetzt gerade? Ne, den Buchstaben will ich haben. Hallo. Okay, wie lustig. Das Ding bewegt sich nicht. Das ist quasi nicht getriggert, wenn ich es nicht einmal berührt habe. Ja.
und jetzt gehe ich hier wieder, weil ich einen auf hektisch mache, unnötig drauf. So, ganz ruhig. Ach so. Hier muss ich natürlich irgendwas zum Werfen mitnehmen, sonst funktioniert das nicht. Wow! So. Überhaupt kein Problem mehr, das Sprungtiming, wenn man einmal diesen Kong-Level in der zweiten Welt gemacht hat. Okay, der Vogel guckt hier nervös. Das stimmt mich schon wieder traurig. Das Puzzleteil ist bestimmt da unten, wenn man mit dem Ding weitergefahren wäre, oder? Vielleicht auch nicht. Ach shit, das heißt, ich muss den Buchstaben da wiederholen. Ich bin schon wieder ganz hier. Voll die Schiffswerft da im Hintergrund. So. Na, ach, nein. Ah, ich muss diesen Buchstaben ja einsammeln. Fuck, ob ich da nochmal drankomme? Ja. Hä? Wo ist denn hier das Puzzleteil schon wieder? Also den Bildschirmrand darf ich offensichtlich nicht verlassen. Sein können, dass das Bildschirm oder dass der Bildschirm da noch mal ein bisschen nach unten scrollt. Aber offensichtlich war das nicht des Rätsels Lösung. Ich kann nochmal den Kollegen nehmen, um ihn da dran zu werfen. Das ist echt manchmal so unnötig. Wo hatte ich denn schon wieder das erste Herz verloren? Das triggert echt nicht, wenn ich es nicht berührt habe vorher. Das ist echt geil. Fühlt sich ja für mich sogar eigentlich schon an wie ein Bug. Ach ja, ich erinnere mich, hier hatte ich das Herz verloren. An so einem brennenden Stachelschweinchen oder Wildschweinchen. Dong.
So. Ach so, das ist hier bestimmt wieder so eine Sammle alle Bananen und keine Ahnung was ein Geschichte, oder? Naja, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht muss ich hier unten was gegenwerfen und dann passiert noch großartig was. Nö. Oh no. Nein, und ich hab's. Boah. Na gut, das war jetzt auch nicht so spannend gewesen. Aber dann, hä? Dann check ich echt nicht. Was geht? Oh. Dann check ich nicht, wo das eine Puzzleteil da sein soll. Oh Gott. Manchmal stelle ich mich auch an wie der letzte Mensch. Oh ne. Warum will ich dann dieses scheiß Melone da mitnehmen? Okay, wie soll man da dran kommen, ohne wenn man ein Herz weniger hat? Oder wenn man im Hardmode auch nur noch ein Herz hat? Boah, da will ich ja gar nicht dran denken. Nee, nee, das mache ich auch nicht. Nein! Nochmal das Ganze bitte. Da war ich mal wieder zu bräsig gewesen. Nein! Oh, meine Fresse. So. Vier von fünf. Es ist das eine Puzzleteil, was noch fehlt, aber ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Oh, man sollte aufhören, den R-Knopf zu drücken an der Stelle. Buchstaben vollständig, aber Puzzleteile nicht. Wie es zu erwarten war, aber ich habe echt nicht so die Ahnung. Brauche ich einen Squawky dafür? Sicher ist sicher. Hmm.
So, wir sind eigentlich nur noch auf der Suche nach diesem einen Puzzleteil. Von daher kann ich erstmal direkt in den Abgrund springen, um das noch ein bisschen hinauszuzögern. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig, wenn wir ein bisschen Progress in dem Spiel hätten. Uiuiuiuiui. Ich wollte gerade sagen, wie lange wollen uns eigentlich diese Fische da unten noch begleiten? Ach komm, drauf geschissen. Ich will ja nur dieses eine Puzzleteil haben. So, Checkpoint. Dann sind wir da sogar schon in der Passage, meine ich, oder? Wo das Puzzleteil dann letztendlich sein sollte. Nee, da ist es auch nicht. Ich bin zwar noch kurz zwischengelandet, aber auch da verliert man irgendwann den Halt unter den Füßen. Also unten im Abgrund scheint es tatsächlich nicht zu sein. Weder links noch rechts am Rand konnte ich irgendwie runterspringen. Ich habe echt immer noch keine Idee, wo das sein soll. Nochmal genau hingucken, wenn ich da bin. Ist zwar genauso geplant. Ich glaube, es war jetzt auch gar nicht hier, ne? Squawky macht. Hä? Warum meldet sich Squawky denn? War doch, es war doch an der Stelle, oder? Jetzt bin ich endgültig verwirrt. Ach so, das brauche ich ja eigentlich gar nicht. Habe ich ja vorhin schon mal festgestellt. Oh, so dämlich schon wieder. Hello. Ohne Wurfgeschoss geht hier gar nichts. Hier meldet er sich irgendwie. Das hat aber bestimmt auch was mit dem Ding hier im Hintergrund zu tun. Muss man das irgendwie umdrehen? Hängt hier irgendwo ein Fass im Abgrund? Hier
Hier wird er auch schon wieder still. Hoppla. Sorry für das Störgeräusch, da denke ich bestimmt nicht dran, das rauszuschneiden. Also den einzigen Verdacht, den ich ja habe, dass es irgendwas wieder mit so einer Bananen- oder sonst was Passage zu tun hat, dass man da einfach alles einsammeln muss. Aber ich meine, das hätte ich doch sogar beim letzten Mal gehabt. Ich habe über die beiden Eulensprünge doch da die beiden Münzen mitgenommen. Und dann die ganzen Bananen in der Kette da mitgenommen. Und die Passage wird ja nicht irgendwo hier schon beginnen. Es ist bestimmt irgendein kleiner Pipi-Klacks, den ich da übersehe. Oh Gott, die Münze haben wir schon mal verpasst. Dann holen wir uns die auch noch mal. Ui, also irgendwas mit dieser Taktung da ist doch ganz seltsam. Nee, das gehört nicht alles zur Passage. Kannst du mir nicht erzählen. Und auch das hier gehört noch nicht dazu. Ich raff's nicht. Kann ich da was vorwerfen? Nee, aber wie denn? Ich kann ja auch nichts mitnehmen. Was raff ich nicht? Und es ist nichts, was ich hier schon anfangen muss. Also ich glaube, so lange Ketten gibt es einfach nicht. Beziehungsweise der Squawky würde sich dann auch schon melden, wenn irgendwie so eine Einsammelkette oder so anfängt. Das tut's ja alles nicht. Der fängt auch erst relativ spät an, sich zu melden. Der fängt auch noch nicht an, sobald man das Rad hier erreicht. Da sind auch so ein paar Schmetterlinge, aber ich denke, die sind nur Hintergrund. Ja, nach dem Versuch hier muss ich auf jeden Fall mal Pause machen. Ich hadere auch mit mir, ob ich mal Google befragen soll, aber eigentlich habe ich bis hierhin alles selbst gefunden und hatte eigentlich auch den Plan, es weiter zu tun. Ich gucke mir die Stelle jetzt noch einmal an. Was übersehe ich? Link.
Selbst wenn ich es wollte, ich kann sowas nicht mitnehmen, weil ich vorher an der Liane da dranhängen muss, aber... Vielleicht hängt auch da irgendwo wieder ganz oben oder ganz unten irgendwo ein Fass im Bild. Und ich habe es nur noch nicht gesehen bis jetzt. Darauf werde ich auch nochmal achten. Genau, hier, ab hier kann ich nichts mehr mitnehmen, weil hier muss ich an die Liane dran. Hier ist er auch noch ganz ruhig. Nee. Ich mache hier erstmal eine Pause. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.